Moinsen Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf Animani und heute habe ich die neuen Egyptian God Decks. Ich habe mir natürlich beide bestellt. Ja, Ra gibt es nicht. Keine Ahnung wieso. Es ist nur Slifer und Obelisk. Aber trotzdem schon sehr cool. Und da muss ich einfach zuschlagen. Die sind ein bisschen teurer gewesen. Ich denke, das liegt aber nicht an Konami oder so, sondern eher an Amazon. Die haben so um den Dreh 13 bis 15 Euro gekostet. Ich denke, bei Gate to the Games kriegt ihr die günstiger. Ich hatte aber jetzt keine Lust, wieder eine Großbestellung dazu machen und so, weil so Kleinbestellungen mache ich nicht wegen den Versandkosten. Dann lohnt sich das halt nicht und ja. Und bei Amazon geht es noch Minimum schneller, deswegen. Bei wem fangen wir hier an? Na, fangen wir beim Obelisk an. Ich habe mir die jetzt auch noch nicht angeguckt oder so. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Ich habe sie mir einfach nur bestellt, weil es cool aussah. Und ja, das ist der Hauptgrund. Ah, ich finde es immer ein bisschen schade, dass man hier die Structure Decks so kaputt machen muss. Ich werde mir auch die neue Tin und so holen. Ihr wisst Bescheid, ne? Daumen hoch, abonnieren, liken und so weiter und so fort. Und checkt mein TikTok ab. Link ist in der Videobeschreibung, wenn ich es nicht vergesse. Dann haben wir hier unsere fette Anleitungsgedönse mit dem Spielfeld. Das zeige ich euch natürlich auch. Ist bei beiden dasselbe, deswegen zeige ich euch das jetzt hier nur einmal. Haben wir Slifer und Obelisk. Riecht ordentlich nach Chemie. Meine Güte. Und natürlich dann noch das Deck. Mehr ist auch gar nicht drin. Könnt ihr gucken. Hoffentlich kriege ich das jetzt hier raus. So, und da haben wir ihn schon, Obelisk, der Peiniger. Da haben wir es. Und keine Sorge, eingetütet werden sie natürlich nachher genauso wie in Deckboxen gepackt. Aber alles nach dem Video. So, da haben wir den Obelisk in Ultraware. Sieht natürlich immer sehr cool aus, ist natürlich auch hier die spielbare Version, ohne dass hier die Farben halt drüber sind. Dann haben wir hier Seelenkreuzung. Sehr, sehr geil. Mein Gott. Faust des Schicksals, auch sehr cool. Ich meine, boah, ich werde das jetzt hier nicht durchlesen, das dauert viel zu lange. Stoppt das Video einfach und liest es euch durch. Ich denke, die Grafik ist dafür auf jeden Fall geeignet. Göttliche Evolution, auch sehr nice, sieht sehr cool aus. Und dann haben wir noch in Super Rare, das haben die, glaube ich, auch neu gemacht. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal angesprochen, dass halt das Symbol auch mitleuchtet. Früher war es ja wirklich nur das Bild. Glaube ich zumindest, falls, aber ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher. Stufenwiderstandsmauer. Dann haben wir hier noch Engel 01. Sieht geil aus. Mari Mari, Harpien, Flederwisch, meine Güte, es geht wieder los hier mit meinem Deutsch. Flinker, Momonger, ja, sind halt alte Karten, man sieht es auf jeden Fall von den Artworks. Ich zeige euch das mal. Basu, der Seelenfresser, Cyberdrache, sollte man kennen. Nochmal, nochmal, und dann haben wir hartgesottener, bewaffneter Drache, meine Güte. Ihr müsst euch immer vorstellen, ich lese das hier durch die Kamera. Ja, das ist immer doppelt so schwer. Super flinker Mega-Hamster. Und die ganzen Namen kenne ich natürlich auch nicht auswendig. Wäre krass, wenn ich es könnte. Übelschar, Manda, was? Mandragora. Phantoten, Säbel. Meine Güte, heute habe ich es, aber das ist. Säbelzahntiger, verdammt nochmal. Übelschar, Salamandra, Rasschüler. Gut, kennt man. Hier dreimal. Demaskierte Drache. Flinke Biber. Verfluchte Hexe. Gimsek Uka, der festliche Fuchs der Furchtbarkeit. Haben wir auch zweimal. Gehirnkontrolle. Gut, kennt man ja. Wiedergeburt. Dimensionskapsel. Topf der Trägheit. Ja, alles Karten, die man kennt. Doppelbeschwörung. Sollte man auch kennen. Verbotener Kelch.
verbotene Lanze und das verbotene Kleid. Nachschubtrupp, Sturmkampf, Sturmkraft der Monarchen. Ich habe es wirklich heute mit meinem Deutsch. Ruf der Gejagten, Klonen, was? Ertränkende Spiegelkraft kenne ich, aber vom Namen her, wie gesagt, ist das immer so, naja. Hier haben wir wieder Werbung für Duel Links, wie man es kennt. Was ist das hier? Das ist für das Game, habe ich auch. Und das ist für das Obelisk-Deck, was ich ja habe. Gut, das war das erste Deck. Ich denke, kann man auf jeden Fall sagen, sehr geil. Allein schon, dass da diesmal, weil normalerweise sind da, glaube ich, nicht so viele, ne? Überlegt mal, hier sind extrem viele Super- und Ultra-Rares drin. Ist nicht normal eigentlich, ne? Ich meine, sonst hast du, glaube ich, nur eine oder zwei oder so, oder? Nee, Quatsch, ich glaube vier, fünf, ne? Ich überlege jetzt gerade mit Freezing Chains, ich glaube, das waren fünf oder sechs. Ach, ist ja auch egal. Und dann haben wir natürlich noch das Slifer-Deck. So, wie gesagt, da ist halt dasselbe drin, das können wir auch hier hinten sehen. Das ist halt wirklich einfach nochmal das selbe Unterlage. Kann man sich dann eins hinhängen, wenn man will oder so. Aber ich finde, manche sehen schon so nice aus, dass man so wirklich sagen könnte, man nimmt das als Mini-Poster. Und da haben wir den guten Slifer. Doch hier, oder? Da. Na, verdammt. Das Plastik klebt schon wieder an den ganzen Fingern. Ja, Slifer der Himmelsdrache. Ich denke, da brauche ich nicht viel zu sagen. Jeder kennt ihn. Sehr, sehr schöne Karte. Und halt hier auch in Ultra Rare. Dann Seelenkreuzung. Again, halt eine wirklich geile neue Karte. Muss ich wirklich dazu sagen. Donnerschlagskraftangriff. Auch sehr geil. Guckt euch das euch an. Ah, hier ist wieder dieses blöde Lichtchen. Ihr seht das hier meine ich. Ja, auch sehr geil. Dann haben wir hier Millennium-Sucher, ultimatives Götterungeheuer, Telos, der kleine Engel, sieht auch süß aus, Reaktor, Schleim und Harpien, Flederwisch. Brecher, magischer Krieger kennt man, Ungeheuer, König, Barbaros. Neunschwänziger Fuchs, Naruto, Phantom, Himmelssprenger, Kartenwache, Kalligo, Krallenkrähe, elektromagnetische Schildkröte, ja, Klassiker, Brecher, dunkler magischer Krieger, Sündengeist, Arima, boshafter Aufseher, den haben wir hier dreimal drin, Herzog, Schade, oder Shade, oder wie man es auch immer ausspricht. Takt, Wyvern, Tenji-Geist, Fieshuder. Meine Güte, manche Karten sind aber auch wirklich extrem schön auszusprechen. Die Lichtschwerter, Wiedergeburt, dann Buch des Mondes, Feindkontrolle, alles Karten, die man kennt. Dann wieder Topf der Trägheit. Marsch der Monarchen, Nachschubtrupp, Kartenverbesserung, der richtige Name, einmal Passcode, Höhle der Finsternis, verhängnisvolles Ziehen, Spiegelkräfte, ja, sage ich jedes Mal in all meinen Videos, wenn ich diese Karte sehe, ich hasse diese Karte. Tollkühne Gier, metallisch reflektierender Schleim,
Die goldenen Äpfel, ja, das ist auch so eine Karte. Damit habe ich halt wirklich richtig krasse Nostalgie-Verbindungen. Das habe ich halt wirklich immer in Duel Links und so benutzt. Es ist halt wirklich, meine Freunde sind immer drauf reingefallen, immer Angriff und dann, huh, die goldenen Äpfel. Geile Karte. Zurück an die Front. Und dann haben wir wieder den gleichen Blödsinn hier. Diesmal hier mit Sniper. Ah ja. Scannen hier, um mehr zu erfahren. Für die Grundlagen. Achso. Ja. Das war's auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich zeige euch hier einmal nochmal die Götter. Die lege ich mal hier so schön hin. Was haltet ihr von dem Deck? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Und ich finde Obelisk nicht. Da habe ich ihn. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.